aufs Tor in den ersten 45 Minuten. Wenig passiert. Spielstand 0:0. Der Anstoß für den zweiten Abschnitt. Immer noch unentschieden. Keiner der beiden konnte bisher erfolgreich abschließen. Und erneut Einwurf. Jordan Henderson. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Und der Volley-Schuss. Zu unkontrolliert. Das ist ganz bitter. Sie haben sich diese Chance wunderschön herausgearbeitet und sie haben sie großartig liegen lassen. Kieran Gibbs. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Jetzt der Schuss. Der Ball kommt ins Zentrum. Uns stellt sich natürlich die Frage, hat der Trainer Ihnen das so mit auf den Weg gegeben? Hat er gesagt, versucht es mit langen Pässen durch die Mitte. Sakai. Es ist immer noch nichts passiert, noch immer keine Tore. Ein Pass auf den Flügel. Raus auf den Flügel. Und der Ball ist durch. Es waren doch genug Leute im Strafraum, die daraus was hätten machen können. Sie werden dieser Chance, da bin ich mir ganz sicher, nachtrauern. Jordan Henderson. Und direkt in die Sturmspitze. Training zahlt sich aus. Das ist gutes Zweikampfverhalten. Bei dem Konter war eine Menge drin, aber sie haben es versemmelt. Kieran Gibbs. Da treibt er den Ball weit vor. Versucht ihn da durchzuspielen. Und der Torwart hat ihn. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Gute Chance und er hatte echt was drauf heute. Mal nutzt er seine Chancen, mal vergibt er sie. Aber eines muss man ihm lassen. Er erarbeitet sie sich immer wieder. Ab durch die Mitte kann ja mal die richtige Parole sein. In diesem Fall ist es die falsche Taktik. Konoplyanka. Der Schiedsrichter beendet mit einem kurzen Pfiff diese zweite Hälfte. Ab in die Verlängerung. Es ist ein Spiel ohne die ganz großen Torraumszenen. Wenn hier ein Tor fällt, dann ist das wohl eher ein Zufallsprodukt. Das war's mit Durchgang 2 und wir haben noch immer keinen Sieger. Dramatik pur. Jetzt in der Verlängerung. Der Ball kommt durch. Sakai. Training zahlt sich aus. Das ist gutes Zweikampfverhalten. Versucht die Gasse zu finden. Ja, der ist drin! War das jetzt die Entscheidung oder erleben wir das Finale Furioso? Erleben wir, wie der Gegner nochmal zurückschlägt. Das sieht ganz einfach aus, aber da steckt eine Menge Trainingsarbeit hinter. Der Doppelpass und das Tor.
Sakai. Durch die Abwehr. Macht er den? Da ist die Möglichkeit. Das hätte der Ausgleich sein müssen. Der Dank geht an den Mann zwischen den Pfosten. Der hält die Führung fest. Es sieht gut aus. Das ist die Chance. Das ist ein super Torhüter. Da ist es. Super. Ganz starke Leistung. Und wenn du mich fragst, wer wird das Ding hier am Ende gewinnen, dann ist im Moment Tendenz diese Mannschaft. Dicker Schnitzer vorm Torhüter. Und dafür bekommt er die Quittung. So ein Fehler darf den Torwart nicht unterlaufen. Das war der Pfiff. Es ist Halbzeit in dieser Verlängerung. Beide Teams haben bislang alles gegeben. Es ging wirklich nur über den Kampf. Die Frage ist, wer hat jetzt noch die Kraft in den verbleibenden 15 Minuten, um das Tor zu machen? Es bleiben noch 15 Minuten. Und ja, es war durchaus ein unterhaltsames Fußballspiel bis hierhin. Aber eine Entscheidung haben wir noch nicht. Insofern bin ich sehr gespannt, ob hier gleich eines der beiden Teams überhaupt noch die Entscheidung sucht. Konoplyanka. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Er passt ihn rein. Das war der Schlusspfiff und wir haben immer noch keinen Sieger. Wir freuen uns aufs Elfmeterschießen. Nun schlägt die Stunde für die Torleute, aber nur einer wird das Spielfeld als Held verlassen. Jetzt ist es vorbei und jetzt geht es zum Punkt. Das vielleicht beliebteste Lotteriespiel der Welt, an dem die wenigsten unmittelbar teilnehmen möchten. Sakai mit dem ersten Elfer. Sakai stellt sich der Verantwortung. Er hält den Druck stand und macht das Tor. Er hat den Torwart ausgeguckt und somit verwandelt. Jetzt steht es 1:1. Jetzt steht es 1:1. Jeder einmal getroffen. Es war spannend, es ist spannend und es bleibt spannend. Da konnte sich der Torwart einfach nicht entscheiden. Der Torwart hat das Nachsehen, der Spieler hat die Nerven. Hier ist der zweite Schütze. Er hat es richtig geahnt, kann ihn aber trotzdem nicht halten. Und jetzt der dritte Schütze des Teams. Und der Schuss geht völlig in die Hose. Und jetzt der dritte Schütze des Teams. Er ist drin, der Torhüter wird enttäuscht sein. Völlig humorlos macht er den, da kann der Torhüter nicht viel machen. Der Ball ist im Tor, da hat er den Keeper aber schön verladen. Er tritt zum vierten Elfer für sein Team an. Eine tolle Parade des Torhüters. Ich weiß nicht, inwieweit der Torhüter über Spickzettel im Vorfeld informiert war, aber er hatte genau die richtige Ahnung. Da hat er den Torhüter blitzsauber verladen. Nur als Erinnerung, wenn der vorbeigeht, ist es aus. Nur als Erinnerung, wenn der vorbeigeht, ist es aus. Der ist drin und es geht weiter. Ganz cool verwandelt. Keine Chance für den Torhüter. Ab jetzt darf keiner mehr daneben gehen. Sonst ist es aus. Klasse gemacht vom Keeper. Der Torhüter hat exakt den richtigen Riecher. Das wäre jetzt der wichtige erste Schritt auf dem Weg zum großen Erfolg. Er vergibt. Es geht weiter.
Das gibt's doch gar nicht. Das ist nicht zu fassen. Die Fans sind fix und fertig. So eine Chance. Der Elfer war gut geschossen. Der Keeper spekulierte und entschied sich für die falsche Ecke. Alles oder nichts. Nur er kann sein Team jetzt noch retten. Und damit steht der Sieger fest. Damit haben sie die erste Runde erfolgreich hinter sich gebracht. Das ist ja mit das Wichtigste, dass man